Frau Elzner, Sie sind auf Lesereise mit Ihrer Autobiografie im Überschwang. Und was mir besonders an Ihrer Autobiografie gefallen hat und was ganz anders ist von den vielen, vielen Autobiografien, die ich gelesen habe, besonders über Schauspieler, ist, dass Sie aus der jeweiligen Position schreiben, in dem Alter, wo Sie sich befunden haben. Und das tun andere nicht. Sie können einen im Buch vermitteln, wie Ihre Gefühle waren, als Sie 9 waren, als Sie 12 waren, als Sie 15 waren. Und ich habe immer nur Autobiografien gelesen aus der Warte des reifen Menschen, der zurückschaut. Und Sie machen das, es wirkt wie, als ob Sie in einem Tagebuch lesen. Haben Sie damals Tagebücher geschrieben? Nein. So detailliert. Oh, das freut mich total. Aber ich meine, aber so erlebe ich mich ja. Ich, wie gesagt, deswegen mag ich das Wort Rückblick nicht. Ich mag mich ja weder beurteilen noch verurteilen, sondern ich mag mich ja, wenn ich an meine Kindheit denke oder an meine Jugend oder an bestimmte Erlebnisse. Ich mag mich ja nicht beobachten und beurteilen, sondern ich mag mich da, möchte mich da wieder erleben. Aber Sie haben Ihre Gefühle, und deswegen ist es fantastisch, Sie haben, es ist wie, als ob Sie, ich nehme es ein schlimmes Wort her, wie Ihre Gefühle, Sie haben die konserviert zum damaligen Zeitpunkt. Und das nicht jeder. Nein, ich habe sie nicht konserviert. Ich habe sie nur nicht verloren. Sie haben sie nicht verloren. Das ist also schön. Ich meine, das ist ja das Geschenk, was man haben kann, wenn man also bei sich ist. Das habe ich auch geschrieben in meinem Buch. Ja. Wenn man sein inwendiges Mädchen nährt und pflegt und es am Leben lässt. Wenn man das innere Mädchen nicht abwürgt irgendwann, weil man ja so wahnsinnig erwachsen geworden ist, dann hat man immer den Zugang zu all diesen Anfängen, zu all diesen Gefühlen, denke ich. Ja, es ist auch ein Beispiel, Sie schildern ja Ihren großartigen Filmgeschmack von Truffaut bis über Lohn der Angst. Erstaunlich, nicht? Wunderbar. Sie haben das eine, was ich in mir selber kenne, und zwar dieses Erstfilmerlebnis eben auch aufgespeichert und nicht das zum 10. Mal anschauen, sondern dieses erste Aha-Erlebnis. Ja. Ja, ich war ja keine Kritikerin, ich habe überhaupt nichts von Film verstanden. Das ist mein Instinkt, also dafür finde ich mich, bewundere ich mich geradezu, dass ich diese Filme so mochte. Ich meine, wie gesagt, das hat mir niemand erzählt. Sie haben viele Sachen, die ich außergewöhnlich finde. Eine Sache ist, dass Sie schon sehr früh sich die Haare geschnitten haben wie Audrey Hepburn. Dass Sie wie Juliette Greco, es war eine Kombination. München war damals auch ein Millionendorf, allerhöchstens. Ja, wir haben gesagt, das Millionendorf. Ja. Und jetzt Berlin, Dreharbeiten, 6 Wochen, Mitte November bis Ende Januar, kalte Zeit, in Flughafenhäfen ist es kalt. Und ich glaube, alle Leute mussten immer am Set sein. Ja, ja. 6 Wochen lang in der Flughalle. Ja, aber ich weiß gar nicht, was Sie mich da fragen wollen. Ja, wie das eben... Die Dreharbeiten, ob das nicht schlimm irgendwo war. Wieso sollte es schlimm gewesen sein? Es war toll. Ich bin hinterstößig. Ich war festgebucht für München. Was wird denn jetzt, wenn Sie nicht fliegen? Wäre ich doch bei der Air France geblieben. Die fliegt wenigstens immer. Bei der Suppe fliegen nicht mal die Russen, Fräulein. Kann ich mal bitte Ihr Ticket sehen? Also, Sie kommen ja einfach angeschossen. Ich warte schon eine halbe Stunde hier. Was erlauben Sie sich denn? Fassen Sie mich noch einmal an und ich knall Ihnen ein paar. Ja. Es war manchmal ein bisschen schlimm, weil da waren ja nur alte Männer da. Das waren, die waren ja alle so alt schon. Stimmt. Ich war ja die Allerjüngste da und Will Tremper hat mich beschützt. Ja? Ich habe ja hinterher gehört, dass da so nachts, so in irgendwelchen Ecken die ungeheuerlichsten Dinge passiert sind, aber ich habe ja nichts mitgekriegt.
Ich war einfach so unschuldig, deswegen war ich auch so fröhlich. Wie war seine Art der Regieführung oder das Improvisierende? Also ich weiß, dass meinetwegen Luise Martini oder Nazi Sogatschew, die haben immer gefragt, wann komme ich denn dran? Und haben ja auch immer gefragt. Ja, ich habe nicht gefragt, wann ich dran komme, weil ich hab da in diesen Nächten Skat spielen gelernt und Pokern gelernt. Und das war eigentlich alles ganz aufregend. Gut. Aus heutiger Sicht, wenn man sagt, Mensch, Wild Remper hat damals mit lauter Stars gedreht. Leibniz Star. Und das waren ja gar keine Stars. Leibniz hat ja noch gar keinen Kinofilm vor der endlosen Nacht gemacht. Naja, aber Moment. Natürlich war Harald Leibniz ein Star. Ich meine, in diesem Film, Harald Leibniz sieht aus wie Marcello Mastroianni. Ja. Er ist so toll. Und ich meine, es ist ja sowieso ein Wunder, dass man hier in Deutschland was werden kann. Das muss ich schon mal sagen, ja? Weil Harald Leibniz, was hat er dann später gemacht? Irgendwelche Spessart-Filme oder Fernsehen oder so? Wirklich, ich meine, gerade in diesem Film, Die endlose Nacht, er sieht wirklich aus wie ein junger Marcello Mastroianni. Na, nicht nur, dass er äußerlich so aussieht, er spielt auch so, er ist so toll. Karin Hübner, natürlich war sie ein Star, ein Musical-Star. Ja, sie immer vom Theater gekommen ist. Ja. Eine Begegnung, die sie logischerweise auch im Film hatten, war mit Fritz Remond, der den alten Schauspieler spielt. Und ich finde das eigentlich so nett. Wie ist es, wenn man dann eine Szene zusammen mit dem Regisseur seines eigentlich ersten Filmes dreht? Sie sind auch Schauspieler, ja? Auch ist es. Ja. Fritz Remond? Fritz Remond hat und immer die Mädchen gemacht. Ach du lieber Gott, das habe ich völlig verdrängt. Das war das der ist ja auch so ein schrecklicher Film. Ja, natürlich, oh Gott, aber es war ja der Regisseur ihres ersten Films. Ach, das war doch nicht mein erster Film. Da habe ich einfach irgendwie so rumgespielt. Das habe ich doch nicht als ersten Film verstanden. Ja, ja. Das war für mich überhaupt kein Film. Das war einfach so eine kleine Spielerei. Ja. Immer die Mädchen, meine Güte. Das war so ein Familienfilmchen. Ja. Also da habe ich mir doch nichts Besonderes gedacht. Da komme ich eben das mal. Das Wichtigste an dem Film war, dass ich in Wien war und dass ich in die Jazzkneipe von Fatty George kam und dass ich Ella Fitzgerald gesehen habe. Ja? Ja, ja. Das war das Wichtigste an dem Film. Da ist eben dieses ganz Schwierige, warum glauben Sie, warum es nie zueinander zu bringen. Ich habe nur aus diesem Grund den Ferretti-Film erwähnt, weil er so unglaublich erfolgreich war und weil logischerweise die endlose Nacht preismäßig so erfolgreich war, so ausgezeichnet, dieses Kunst und Kommerz. Warum finden die irgendwie nie zueinander? Also in dem Fall, na gut, ich verstehe es schon. Sie haben ja beides Kunst, Kommerz, Sie haben Schwarz-Weiß-Filme und Farbfilme. Es ist... Also dass die endlose Nacht kein kommerzieller Erfolg wurde, verstehe ich nicht. Weil das ist ein Film, der so begeistert. Ja. Er macht einen auch richtig fröhlich, merkwürdigerweise, obwohl es so ein doch auch, auch melancholisches Thema ist. Ja. Ja. Aber auch diese ganze Melancholie in diesem Film macht einen fröhlich, irgendwie. Der Film ist so, der glänzt dermaßen, er ist so wahnsinnig gut. Er ist so lebendig, dass man wirklich fröhlich aus dem Kino kommt. Durch diese Lebendigkeit, durch diese Echtheit auch. Und durch diese Schönheit der Aufnahme. Ich meine, der Kameramann, Hans Juran. Ja. Ja, toll. So ein toller Kameramann. Hat auch den Bundesfilmpreis gekriegt. Ja, der hat auch bekommen. Und auch Peter Thomas hat ihn bekommen. Ja. Und Harald Leibniz hat ihn bekommen. Ja. Und der Film Simmel. Ich habe, wenn ich auch Ihr Buch gelesen habe, und ich habe mich immer wieder gefreut, weil es ein ähnlicher Geschmack ist. Und ich immer wieder mit Filmhochschülern irgendwo spreche. Und da kommt am Anfang oft diese Reaktion, oh Gott, ein Schwarz-Weiß-Film. Ich liebe Schwarz-Weiß-Filme. Ich glaube, Sie sind auch ein Schwarz-Weiß-Film-Fan. Können Sie irgendwie mal vermitteln, was den Schwarz-Weiß-Film so sehenswert oder so schön macht? Anhand von Endlose Nacht kann man es auch sehen. Also gerade anhand von Endlose Nacht, da kann man es wirklich sehen. Ich kann mir den in Farbe gar nicht vorstellen. Ich meine, da bin ich natürlich auch
Ich kann mir einiges dann nicht vorstellen. Da bin ich einfach nicht kompetent genug. Aber diese Klarheit, diese Schärfe, diese hier auch auf diesem Bild. Ich meine, das ist so eine großartige Kunst, schwarz-weiß zu fotografieren. Das ist unglaublich. Sagen Sie, geht die Uhr genau? Die Uhr geht auch mal richtig. Ja, also, Hauptsache du bist zu Hause. Ich kann ja sehen, wo ich bleibe. Vielleicht lache ich mir einen Kerl an. Auch die Unberührbare könnte ich mir in Farbe eigentlich nicht vorstellen. Auch die Fotos davon, die sind alle schwarz-weiß. Durch Zufall habe ich mal ein Farbfoto von der Unberührbaren gesehen. Das geht gar nicht. Aber das ist natürlich auch Gewohnheit, ganz klar. Warum Leute keine Schwarz-Weiß-Filme mögen, das kann ich nicht beurteilen und auch nicht verstehen. Ja. Also nicht so eher der Vorteil von oder das Schöne, ob man es außer Atem, ob es Jules und Jim irgendwie. Jules Jim. Auch wenn man die heute noch sieht, es ist wie ein anderes Filmerlebnis. Ich weiß nicht, warum man hat immer das Gefühl, ach, jetzt ist Farbe genau das Gegenteil von älteren Generationen. Es ist irgendwas, keine Kunst einfach irgendwie, als ob Farbe keine Kunst wäre. Hat man oft das Gefühl, wenn man was sieht. Es gibt schon sehr, sehr gute Filme aus dieser Zeit, aus den wirklich 50er und 60er Jahren. Es gibt heute nicht mehr so viele gute Filme. Und ich meine, die größten Klassiker, was weiß ich, Citizen Kane oder Fahrstuhl zum Verkehr. Ich meine, diese ganzen tollen Filme oder auch die ich hier beschrieben habe, wenn die Kraniche ziehen. Ja. Also gut, das waren natürlich schwarz-weiß Filme. Ganz klar. Who's that? Mario Adolf, haben Sie überhaupt die Szene mitbekommen? Nein. Hast du gar nicht mitbekommen? Nein. Auch lustig irgendwo, ich muss auch erstmal aus dem Buch rauslesen. Da können Sie mich über andere Filme ausfragen, aber nicht über mich. Weil das überlasse ich wirklich anderen. Ja. Verstehen Sie, dass ich jetzt hier selber dabei sitze, während ich quasi zur Geschichte gemacht werde? Da mache ich nicht mit. Okay. Dazu bin ich einfach zu lebendig. Ja? Und ich kann Ihnen nur das erzählen, was ich empfinde und was ich da erlebt habe. Ich kenne jetzt keine Schauspielerin, die Ende der 50er Jahre bis heute diese Spanne an Filmen gemacht hat. Wie finden Sie allein, was die Emanzipation angeht, die Entwicklung der Frau im Film? Hätten Sie gerne, wenn man sagt, Mensch, damals, wenn wir die Vorteile von heute gehabt hätten, die Freiheiten, oder haben Sie damals empfunden, Sie sagen es ja immer, die Freiheiten hatte ich genauso. Oder war die Rolle der Frau doch mehr festgelegt? Also natürlich war die Rolle der Frau festgelegt, aber wir haben uns das ja nicht gefallen lassen. Wir sind natürlich trotzdem in diesem Umfeld noch gewesen, ja, das ist ganz klar. Aber ich meine, es ging alles so spielerisch, deswegen liebte ich ja diese französischen Filme so. Und obwohl die Jungen, die was weiß ich, Jean-Pierre Léo und so, das war also der größte, muffeligste Macho überhaupt. Und ich habe mich dauernd gewundert, warum die schöne Anna Karina überhaupt mit dem irgendwas zu tun haben will. Ja, weil diese Laziness, ja, und dieses sich treiben lassen, das war einfach so toll. Ich meine, die haben doch alles, was da von den Erwachsenen kam, einfach ignoriert. Ja. Ich meine, ich habe es ja auch geschrieben in meinem Buch, wie ich mich lustig gemacht habe, dass man in ein Hotel nicht mit einem Liebhaber oder so gehen durfte. Da haben wir es halt alles heimlich gemacht. Das war ja eigentlich noch viel schöner im Grunde genommen. Ja. Aber all diese Gesetze, die galten doch alle gar nicht, überhaupt nicht. Ich hätte schon gerne viel mehr wirklich gute Filme gemacht, Kinofilme. Sie haben viele. Das hätte ich schon. Es gibt viele Lieblingsfilme. Besonders als ich so ganz, ganz jung und ganz schön war und so. Da war es hier in Deutschland ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Da war es in Frankreich einfacher. Viel. Aber ich beklag mich ja nicht. Und ich muss jetzt aufhören, glaube ich.
Ich sag, die Leute kommen gleich. Ganz herzlichen ganz Dank. Ich ja, gerade mit Mario Adorf und davor war ich 5 Wochen in Norwegen und ich bin, verstehst du? Besser also, als andersrum, sag ich dir. Besser ja, als wenn du sitzt aber es könnte ein bisschen entspannter sein. Ja. Also ich wünsche dir viel wollen Spaß. Wollen wir die Celia grüßen? Die Celia wollen wir auch grüßen. Ja, das ich wünsche dir sehr viel Spaß mit der DVD von der Endlosen Nacht, die jetzt im November rauskommt. Sag mal, das möchte ich jetzt auch mal sagen. Ich bin so glücklich, dass es Menschen gibt, wie auch ich. Ich glaube, ich habe ja den Stein ins Rollen gebracht. Den hast du. Indem ich gesagt habe, wenn ihr mich irgendwie ehren wollt auf irgendeinem Filmfestival, also das letzte war ja das wunderschöne Fünf-Seen-Filmfestival, wenn die mich gefragt haben, welche Filme ich gerne von mir da gebracht haben möchte, habe ich immer gesagt, die Endlose Nacht. Und zwar nicht nur meinetwegen, sondern weil das so ein toller Film ist. Ja, oder Frankfurt. Wir haben ihn und dann zum Beispiel, und hier in Frankfurt war im Filmmuseum auch so eine Reihe, wo Menschen sich Lieblingsfilme wünschen. Und da habe ich schon ein bisschen gedacht, kann ich mir das wünschen, weil ich doch da mitgespielt habe und ich will ja auch nicht eitel sein. Ich dachte, doch, ich will, dass die Menschen diesen Film sehen. Und die Leute waren so begeistert von diesem Film. Der ist wirklich ein Geschenk, dieser Film. Letztes Mal habe ich ihn gesehen mit der Ziegler im 566. Ja, da war ich doch auch. Genau, da haben wir uns dabei. Da haben ganz kurz gesehen. Und jetzt haben wir es geschafft. Da habe ich ihn mir auch gewünscht. Jetzt haben wir es geschafft, ja. Und jetzt soll der da auf der Berlinale, da müssen wir nochmal reden. Nicht jetzt, nein. Nicht in die Kamera. In Emden war ich vor 10 Jahren oder vor 8. Ach so, da lief der Film aber auch. Da habe ich gesagt zu dem Festivalleiter, ich komme nur, wenn sie die endlose Nacht auftreiben. Ja. So, haben sie geschafft. Prima. Ja. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, was der... Perfekt, super. Okay.